Hallo Internet, hier ist wieder Bengtsack für euch und willkommen zu einer neuen Episode von Ich packe geilen Scheiß aus. Ich weiß, ich bin sehr, sehr late to the party, das weiß ich, aber ich bin einfach nicht früher dazu gekommen. Ich habe diese Sachen schon länger hier bei mir rumliegen gehabt, aber ich bin umgezogen und das hat sehr viel meiner Zeit beansprucht. Jetzt komme ich tatsächlich erst dazu, das endlich auszupacken. Genauso wie ich noch viele andere Dinge habe, die ich jetzt noch nach und nach auspacken muss, wo ich jetzt endlich in der neuen Wohnung bin. So, was packen wir heute aus? Einmal diese beiden Starter-Decks von Die Tintlande. Ne, Die Tintenlande, nicht Tintlande. Keine Tintlinge, keine Kriminellen. Die Tintenlande, zwei Starter-Decks, einmal vorne drauf. Die Dalmatina und Peter Pan und einmal Moana und einmal fucking Dagobert Duck. Ich bin riesiger DuckTales-Fan als Kind der 90er. Und deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt in dem dritten Set von Lorcana endlich DuckTales-Karten mit ins Spiel kommen. Und was wir auch noch auspacken, ist natürlich ein ganzes Lorcana-Tintenlande-Display. Machen wir uns aber erstmal an die Starterdecks. Ene, mene, mistes, rappelt in der Kiste, das Beste kommt zum Schluss. Deswegen machen wir zuerst das hier mit Pongo und Peter Pan auf. Da drin sind wieder 60 Karten, ja, zwei Foils, so wie das bei eigentlich jedem Starterdeck bisher war. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was alles so für Karten drin sind. Ich lasse mich da genauso überraschen wie ihr. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe schon ein paar Karten gesehen. Mittlerweile habe ich aber so lange gewartet, dass ich noch nicht mal sagen kann, ob die Karten tatsächlich aus Tintenlande sind oder aus dem nächsten, aus dem vierten Set sogar schon, Ursulas Rache oder Ursulas Rückkehr. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Was jetzt aber auch schon wieder bald erscheint. Das war auch so für mich der Weckruf, dass ich gesagt habe, Mensch, ich muss erstmal meine Karten aus Set 3 auspacken. Hier noch ein Booster für später. Das finde ich auch sehr cool, dass du halt immer noch ein Booster-Pack dabei hast bei den Starter-Decks. Aber ja, da habe ich mir so gedacht, hey, wenn du was machen musst, dann jetzt wohl mal das, bevor du irgendwas anderes tust. Also, legen wir los. Erste Karte ist direkt eine Foil-Karte, eine Holo-Karte. Das ist Pongo. Ja, von den 101 Dalmatinern. Sieht auch, finde ich, sehr cool aus in Holo hier, ja. Mit dem Hintergrund hat was. Finde ich cool, ist nice. Ja? Und Peter Pan. Peter Pan mag ich auch sehr. Ich mag den Charakter Peter Pan an sich einfach sehr. Der Disney-Film finde ich jetzt nicht ganz so gut gealtert und nee, das hat nichts mit den politischen Implikationen der heutigen Zeit zu tun. Ich finde generell einfach, dass das nicht so ein ganz unterhaltsamer Film ist. Aber Peter Pan als Charakter selbst finde ich mega. Ich liebe zum Beispiel den Film Hook. Ja. So, das ist ein gelb-grünes Deck und natürlich haben wir zu Pongo auch jede Menge Dalmatiner da drin. Die hatte ich schon gesehen. Ja, guck mal, die Dalmatiner-Welpen, das finde ich auch eine ziemlich coole Idee. Sagen, wo kommen die denn alle her? Dein Deck darf Dalmatiner-Welpen, Schwanzwedler, bis zu 99 Mal enthalten. Das heißt rein theoretisch. Also es gibt jetzt schon Karten, die einfach die Regeln, mehr oder weniger, ja, die Regeln des Spiels aushebeln. Weil eigentlich darf man ja jede Karte nur maximal 4 Mal im Deck haben. Ja, und die 101 Dalmatiner sagen jetzt schon, du, das ist scheißegal, du kannst uns bis zu 99 Mal drin haben. Das ist genauso witzig wie absurd, finde ich. Ja. Und ich meine, die haben teilweise halt auch, also nicht alle, aber es gibt viele alternative Artworks, obwohl es quasi mehr oder weniger dieselbe Karte ist. Also Dalmatiner-Welpe, Schwanzwedler. Dalmatiner-Welpe, Schwanzwedler. Dalmatiner-Welpe, Schwanzwedler. Ihr seht das, ne? Das ist alles dieselbe Karte eigentlich, aber die haben andere Artworks. Ja? Und das finde ich sehr cool. So wie es sich für die 101 Dalmatiner gehört, finde ich sehr nice, sehr cool. So, dann haben wir hier Kira von Atlantis. Ja, Atlantis finde ich ein Film, von dem ich bis heute nicht verstehe, warum sich in den letzten Jahren so ein gewisses Cold-Following um diesen Film gebildet hat. Denn ich finde, Atlantis ist ein brutal schlechter Film. Und zu Recht war das einer der letzten 2D-Animationsfilme, die Disney produziert hat, bevor sie dann ziemlich krachen gegangen sind. Anfang der 2000er. Aber gut, Kira an sich. Trotzdem, cooler Charakter. Dreimal dabei. Dann haben wir Lucky, der 15. Welpe. Seht ihr, das ist nicht dasselbe wie der hier. Oder hat der jetzt etwa auch Schwanzwedeln hier?
Nee, die obersten drei Karten deines Decks auf. Du darfst von jedem Charakter, der zwei oder weniger Kosten auf deine Hand nehmen, lege die restlichen Karten deiner beliebigen Reihenfolge unter dein Deck. Das heißt, in Kombination mit den anderen Welpen kannst du dich wahrscheinlich zu Tode ziehen. Hundeliebe, jedes Mal, wenn du dieser Charakter erkundet und mindestens vier weitere Charaktere gespielt hast, erhalten deine anderen Charaktere im Zug je plus ein Lore. Okay, das heißt einfach, du spammst das Feld mit den Dalmatinern. Das ist, glaube ich, das Prinzip von dem Dalmatiner-Deck dann quasi. Oh, Nani! Ältere Schwester von Lilo. Ja, zweimal. Patch, auch wieder ein Dalmatiner. Dreimal drinne. Oh, Pluto, entschlossener Verteidiger. Guck mal, Pluto als Wunderhund, als Superdog. Finde ich cool. Ich glaube, ich sollte auch die weiter oben halten, die Karten, damit sie besser sehen können, merke ich gerade. Ich habe ja auch meinen Tisch umgebaut und so, deswegen ist das auch für mich gerade noch ein kleines bisschen neu. Ja, also, habt Nachsicht bitte. Also da gefällt mir das Artwork sehr gut. Würde in Holo sicherlich auch sehr cool aussehen. Ja, Pluto. Und noch ein Pluto. Das ist das Hundedeck, ja. Freundliches Hündchen. Sehr schön. Gefällt mir auch. Eins, zwei, dreimal. Rolli. Der etwas dickere Dalmatiner-Welpe. Dreimal drin. Ah, noch eine Tinkerbell. Nasenweiß großzügige Fee. Sie füttert eine Maus. Wie süß. Neue Freunde finden. Wenn du diesen Charakter ausspielst, stell die obersten vier Karten deines Decks an. Du darfst deinen Charakter daraus aufdecken und in meine Hand annehmen. Lege die restlichen Karten, wie du gerade. Okay, nicht verkehrt. Eins, zweimal dabei. Wer ist das? Oh, Wendy. Aber es ist hier eine Kapitänin. Cool, nachdem Naseweißänderungen angebracht wurden, nahm Wendy sie mit in die Lüfte, um die verschwundene Meerjungfrau zu finden. Oh, cool. Auch wieder hier quasi, wie soll man sagen, What-If-Szenario innerhalb des Disney-Films. Finde ich cool. Gefällt mir. Ein, zwei, dreimal dabei. Oh, und jetzt haben wir die erste Neuerung, wo ich noch gar nicht richtig weiß, wie das funktioniert. Aber es gibt ja jetzt hier die Orte. Es gibt ja jetzt in den Decks Orte. Das sind hier diese seitlich gedruckten Karten dann. Verstehe ich auch nicht. Also es gibt es bei Magic auch. Also Lokana ist ja sehr stark von Magic abgekupfert, was die Spielweise und die Karten und so weiter abgeht. Aber ich verstehe nicht, warum es sowas zum Beispiel nicht bei Yu-Gi-Oh! Gibt oder so, aber egal. So, das Nimmerland. Die Meerjungfrauen erzählen Peter, dass sie vor einigen Tagen irgendwelche Gegenstände vorbeischwimmen sahen, aber sie waren viel besorgter darüber, dass eine ihrer Schwestern verschwunden war. Guck mal, die erzählen auch innerhalb der Karten, also es wird jetzt hier auch wieder so eine Art kleine Geschichte erzählt. Das gefällt mir auch wieder sehr gut. Aber cool, ich weiß gar nicht genau, wie das genau mit den Orden funktioniert. Da muss ich mich nochmal reinlesen. Zweimal das Nimmerland dabei. Curly, einer von den verlorenen Jungen. Auch aus Peter Pan, dreimal dabei. Oh, Don Canaille! Ah, oh, wie nice. Darüber freue ich mich auch brutal. Nicht nur DuckTales ist jetzt drin, nein, sondern auch Bob, 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 Bob. Oh yeah, Baloo. Oh yo, Baloo. Captain Baloo und seine tollkühne Crew, beziehungsweise auf Englisch Tailspin, gibt es jetzt auch in Lorcana. Ja, die wissen ganz genau, wer ihre Zielgruppe ist. Das wissen die ganz genau. Und das finde ich super nice. Ich hoffe, da kommt noch viel mehr. Ich will Darkwing Duck und sowas haben, Mann. Das wäre richtig nice. Und Don Canaille. Okay, sehr cool. Abschaum nochmal. Okay. Helga Sinclair. Wer ist denn nochmal Helga Sinclair? Ach, ich glaube, die war auch aus Atlantis, ne? Ja. Stimmt, ich glaube, die war auch aus Atlantis. Wow. Ein Charakter, von dem ich bis eben gerade nicht mehr wusste, dass er existiert. Aber okay. Horace. Oh, ich habe so viele Horace-Karten. Na gut, Horace und Jasper, die passen natürlich zu dem Hund und ein Dalmatiner-Thema, das schon. Aber warum sie die Reprints in die Starter-Decks mit reinpacken, weiß ich nicht. Die gab es ja schon in Chapter 1. Aber gut. Meerschaum zweimal. Oh, Kid Wolkenflitzer! Wie cool, Mann! Wie cool, Mann! Oh, kann ich mir ein Captain Baloo-Deck machen irgendwie? Oh, es gibt schon wieder so viele Möglichkeiten und ich finde das Artwork halt wirklich schön. Ne? In Holo würde der sicherlich auch ziemlich fett aussehen. Ach, cool, Mann. Kid Wolkenflitzer. Robin Hood. Guck dir das an. Sechser Karte, vier Lore. Ist nicht zu verachten. Das Artwork ist echt sehr schön. Sehr detailliert, ne? Robin Hood Tagträumer. Hat was. Wirklich nice, wirklich nice. Starkey. Na, nochmal Pirat von Captain Hook. Wildcats. Upsi. Da fliegt mir glatt die Karte aus der Hand. Wildcats, auch. Aus Captain Baloo und seine tollkühne Kuh. Der Mechaniker, der die Seegans immer... Was war das denn? So, ich glaube, es war, wenn die jetzt vibriert hat. Der die Seegans immer repariert hat. Sehr cool. K, Hypnose, auch ein Reprint. Improvisieren, auch ein Reprint. Ein guter Ehemann.
Bringst du Ehre für das Haus? Aber das ist doch, das ist das Lied. Das ist Ehre für das Haus aus dem Lied. Ein guter Ehemann. Mhm. Dann ziehe zwei Karten, wähle nach einer Karte deine Hand und wirf sie ab. Okay. Gibt viele Karten, die ähnliche Effekte haben irgendwie, ne? Was ist das noch? Die letzten drei ist wieder ein Ort. Deville Herrenhaus. Ah, das Haus von Cruella Deville. Das Deville Herrenhaus. Ich muss mal mein Handy, ich muss mal auf lautlos stellen. Das geht ja gar nicht, dass sie die ganze Zeit rumvibriert. Wie so ein kaputter Dildo. Also ein schönes Deck hat auf jeden Fall Potenzial, sich coole Decks zu bauen. Zum Beispiel halt ein Dalmatiner-Deck. Und mal sehen, wenn wir das Display aufmachen. Vielleicht ziehe ich ja noch so viele Dalmatiner, dass ich sage, komm, wir kommen jetzt richtig auf den Hund. Ich mache mir jetzt ein Dalmatiner-Deck, mal sehen. Ich mache erstmal noch das Booster-Pack auf, was jetzt hier noch drin bei dem Starter-Deck mit drin war. Aber dann machen wir das zweite Starter-Deck noch auf. Wir haben nochmal Don Canaille. Ja. Wir haben, oh, Verbotener Berg. Ah, das ist das Schloss von Malefiz. Das ist ja auch sehr cool. Ja. Verbotener Berg mit dem Schloss von Malefiz. Finde ich auch sehr, 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 sehr cool. Rufus, Katze aus dem Waisenhaus. Ich habe keine Ahnung gerade, wer Rufus ist. Ich habe gar keine Ahnung. Ist der auch von 101 Dalmatiner? Oder ist das von Aristocats oder so? Ich habe keine Ahnung. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer Rufus ist. Babum. Babum. Füge einem Charakter deiner Wahl zwei Schaden zu. Ja, okay. Oh, ein roter Peter Pan. Held aus Nimmerland. Ich mag das Artwork. Oh, lass mich nicht allein. Das Lied aus Rapunzel. Das ist ein sagenhaft schönes Artwork. Das in Holo würde einige Minds blowen, glaube ich. Du sollst mein Cowboy sein. Was zum... Clarabella die Kuh. Was zum Fick. Ich kenne dieses Lied auch nicht. Du sollst mein Cowboy sein. Das muss ich mal recherchieren. Es macht mich an. Ich staune selbst, was ich empfinden kann. Nein, er macht mich an. Was ist das? Du sollst mein Cowboy sein. Ah. Okay. Dann, oh, Tianas Palast. Ja, das Restaurant, was sie sich in Küstchen Frosch gerne aufbauen möchte. Haben wir hier. Okay. Dann, das ist aber... Oh, guck dir das an. Das ist Scroob. Vom Schatzplaneten. Schatzplanet finde ich ein deutlich besserer Film als Atlantis. Da kann ich auch eher verstehen, warum Leute den feiern. Aber guckt euch mal, wie fies dieses Artwork aussieht. Also der sieht im Film natürlich auch fies aus. Der soll auch fies aussehen. Komische Alien, Skorpion, Spinne, was auch immer. Aber das finde ich ja wirklich sehr badass hier, ja. Sehr cool. Gefällt mir. Oh, Peter Pan Piratenfluch. Das ist auch ein cooles Artwork, Mann. Und er ist ja schon selber fast ein Pirat, ja, der Peter. Und Robin Hood, Champion aus Sherwood. Oh, nice, guck mal, eine goldene Karte. Die goldenen Karten sind in der Regel verhältnismäßig gut, manchmal auch teuer. Sehr nice, Robin Hood, Champion von Sherwood, in Stahl. Und, oh, wow, okay, guck mal, wir haben direkt nochmal Scroob, aber jetzt in Holo. Damit eure Albträume auch glitzern. Und ich weiß gar nicht, wie... Oh, neuer Kartentyp Orte. Ach, guck dir das an. Hier ist noch so eine Erklärung mit drin. Das finde ich gut. Guck mal, da hast du... Muss ich mir nachher in Ruhe durchlesen. Aber das finde ich nice. Sonst hatte man ja in den Booster-Packs immer diese... Ja, diese Extra-Kärtchen drin, ne? Für so ein Viererbild zusammenlegen. Aber hier... Und vielleicht ist das auch nur, weil das in dem Starter-Deck-Booster mit drin ist. Ich weiß es nicht. Aber cool. Finde ich nice, dass die dir das erklären. So, jetzt geht's aber mit diesem Rubin-Saphir-Deck weiter. Mit Moana und mit Onkel Dagobert obendrauf. Jetzt geht's scheinbar nach Entenhausen. Turbulenzen, Hurricane, hier ist Dagobert Duck. Wer verhilft zum Happy End? Es sind Tick, Trick und Track. Müssen wir mal sehen, ob wir Tick, Trick und Track ziehen. Aber ich würde mal davon ausgehen, wenn Dagobert schon auf dem Deck vorne drauf ist, dass wir dann noch einige Karten aus Entenhausen hier drin haben werden. Ähnlich wie wir gerade die Dalmatina gesehen haben. Aber es geht los mit Vaiana. Ja, ich sag mal Moana, Vaiana. Es geht los mit Vaiana. Das ist die erste Holokarte, rot. Gestaltwandel kann sie. Willkommen auf meinem Boot.
Jedes Mal, wenn dieser Charakter einen Ort erkundet, macht alle deine Charaktere an diesem Ort bereit. Oh, sie können diesen Zug nicht mehr erkunden. Okay, die werden dann wieder bereit gemacht. Krass. Kannst ja richtig krass draufhauen und attackieren, kannst du da. Und hier ist er, Onkel Dagobert. In Holo. 535. Ich gehe nach Hause. Den Zug erhält dieser Charakter wendig. Aha. Ich bin ja nicht reich geworden, weil ich dumm bin. Jedes Mal, wenn dieser Charakter in deinem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, darfst du deinen Gegenstand kostenlos ausspielen. Oh, das ist eine nice Fähigkeit. Das ist eine gute Fähigkeit. So, Onkel Dagobert, was hat dieses Deck noch zu bieten? Wir haben... Oh, Della Duck. Della Duck, unaufhaltsame Mutter. Falls ihr sie nicht kennt, die Mutter von Tick, Trick und Track, ja? Die Schwester von Donald. Die ist in der neuen DuckTales-Serie aufgetaucht, das meine ich. Ich glaube, früher gab es sie gar nicht, aber so tief bin ich bei Entenhausen doch nicht drin. Aber da haben wir schon die erste DuckTales-Karte. Ist einmal, zweimal, dreimal drin. Dann haben wir nochmal Hey Hey, ungewollter Entdecker. Diesmal in einer, ja, einer Kokosnuss drin. Hey Hey-Karten gibt es ja auch schon einige. Ist auch aus Vajana. Kokomora, bedrohlicher Seefahrer. Was zum Teufel ist ein Kokomora? Ich habe keine Ahnung, wo kommt der her? Leute, das sagt mir gerade gar nichts. Ich hatte das Gefühl, ich sehe den gerade zum ersten Mal. Woher ist der Kokomora? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Eins, zwei, dreimal dabei. Oh, Maui. Auf dem Halbgott. Maui als Adler. Oh, das sieht auch sehr cool aus, ne? Mit dem Artwork hier. Der Landschaft im Hintergrund ist so. Nice, nice. Eins, zwei, dreimal drin. Minnie Maus. Ja, stilvolle. Da steht stilvoll auch im Reprint. Okay. Vajana, unerschrockene Seefahrerin. Sehr cooles Artwork. Actionreich. Nice, oder? Also ich finde wirklich, das Artwork sieht ziemlich badass aus. Das ist schon sehr cool. Eins, zwei, dreimal dabei. Oh, Simba. Rauflustiges Löwenjunges. Schleimig, aber vitaminreich. Hm? Guck dir das an. Dann Niki van der Quack. Ah ja, Niki. Die gibt es ja auch noch. Die ist auch aus DuckTales. Weiß gar nicht, war das auch die Cousine von Tick, Trick und Track? Oder? Nee, das war nur die Tochter von der Haushälterin, ne? Meine ich. Eins, zwei, drei. Drachenfeuer, auch nochmal Reprint. Seefahrt. Hier bist du zwei Charakter und bewegen sich in kostenlos zu Mord. Aha, aha. Mauis Schaden. Okay, Gegenstände. Jetzt ist Maui-Zeit. Sumerischer Talisman. Was für ein Ding? Die Kette der Magie. Jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere diesen Zug durch eine Herausforderung verbannt wird, darfst du eine Karte ziehen. Ah. Ich weiß nicht, woher der kommt. Der sumerische Talisman gerade. Oh, Agrabah. Komm mit mir. Dieses Land bietet dir allerhand. Diese Abenteuer sind furios. Cool. Da auf diesen scheiß Teppichen bin ich in Kingdom Hearts 1 auch sehr viel rumgesprungen. Von Unruh, sprechende Uhr. Auch ein Reprint. Trick! Da ist Trick. Er hat Unterstützen. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, darfst du seine ATK in diesem Zug zu ATK in das... Ah, okay. Trick ist zweimal drin. Das ist für der Herzog von Pitzbühler als Wiesel. Das hat mich beim letzten Mal schon verwirrt. Ja. Reprint. Oh! Mac Monisack. Mac Monisack ist auch dabei. Der, ja, Gegenspieler von Dagobert, wenn man so will. Fabio ist auch ein Reprint aus dem ersten Chapter. Viele Reprints irgendwie. Grammatala, aber eine neue Grammatala. Bewahrerin der alten Geschichte. Aha, aha. Okay. Dreimal dabei. Daniel Düsentrieb. Oh, da gibt es vielleicht auch Krachbummente. Was? Weiß ich gar nicht. Das wäre cool, Mann. Daniel Düsentrieb. Versuchen Sie, meiner Genialität zu folgen. Da ist Tic-Tac. Das weiß man auch mal. Ich glaube, es ist zum ersten Mal, dass ich dann jetzt weiß anhand der Karten, wer Trick, wer Tick, Trick und wer Track ist. Also scheinbar ist Tick der Rote. Einmal da drin und Track ist der Grüne. Okay. The more you know. Dreimal dabei. Warum ist denn Tick nur einmal als Roter dabei? Okay. Oh, Marion. Auch aus Robin Hood. Marion. Dagobert Duck, Onkel Gelser, was hat er denn da an? Was ist das für ein SM-Fetisch? Was ist denn? Was hat er denn für eine Mission? Was ist denn? Das ist so ein... Okay, das ist so ein... Ja, düsenbetriebener... Taucheranzug oder was? Sieht im ersten Moment sehr seltsam aus. Tresortür. Eigentlich müsste es den Geldspeicher als Ort geben, oder? Das wäre doch dafür prädestiniert. Tresortür.
Zweimal. Aber nein, es gibt aber noch Motu Nui. Zweimal. Motu Nui. Ja, die Insel von Moana, Vaiana, wo sie lebt. Und letzte Karte ist nochmal, hey, einfach random hinten nochmal drin. Warum auch immer, der wieder nicht in der richtigen Reihenfolge im Starterdeck drin ist. So, was ist in diesem Booster noch drin? Was in diesem Starterdeck mit dabei war, wie Uwe? Ja, hier bei den Ortkarten. Und, oh, wir haben Teppich. Fliegender Teppich. Cool. Truck nochmal. Minimaus, flippige Höhlenforscherin. Vaiana, erschrockene Seefahrerin. Curly, stärkste der verwunschenen Kinder. Lamartina Welle, wieder ein Schwanzwedler. Mac Monisack. Herr Smee. Smee. Gab's vorher, glaube ich, auch noch nicht als Karte, ne? Oh, der mystische Turm. Wunderbarer Arbeitsraum. Ich glaube, das ist jetzt eine Karte, die Lorcana eigen ist. Also das Spiel Lorcana selber hat auch noch eine eigene Lore, die erzählt, warum die Charaktere alle aufeinandertreffen und so weiter. Und ich meine, daher ist der mystische Turm, oder? Oder ist das von was anderem? Ich weiß es nicht. Weil es sieht nicht so aus, als wäre das das von Jensid oder so. Kommt mir... Wobei, doch. Nee, warte mal. Ist es einfach der von Jensid? Weil da sind... Doch, das ist okay. Dann sind es wohl doch... Ich sehe gerade, ich habe was Falsches gesagt, da... Da sieht man so einen laufenden Besen, also soll es wohl wirklich der Turm von Jensid sein. Der sieht in Kingdom Hearts aber anders aus. Deswegen habe ich den nicht erkannt. Und dann kam der große Zeus mit einem Blitz. Oh, nice. Mehr Herkules-Karten sind immer gut. Und ich mag auch den Stil dieser Karte total gerne. Ach, guck mal, das ist ein sehr cooles Artwork. Und jedes Wort ist wahr. Auf die Beine, jetzt. Captain Hook, der Befehle schreit. Mhm, cool. Und, oh, guck mal, der mystische Turm nochmal in Holo. Aber direkt eine Ortkarte in Holo. Nice, nice. Nice. So, ich habe mir das kurz sortiert, damit, wenn ich jetzt dieses schöne Display auspacke, ich die Karten mir dann einfacher nach Farben hier wieder hinlegen kann. Und wie ihr es schon seht, die Displays jetzt ab dem dritten Set sind auch immer eingeschweißt. Das heißt, das macht es sehr, 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 sehr viel schwieriger für Leute, die irgendwie bescheißen wollen, um sich da irgendwie die Karten abzuwiegen und die guten Packs irgendwie rauszufischen und so weiter. Sehr viel schwieriger, das zu tun. Natürlich kann man das sicherlich immer noch irgendwie hinkriegen, wenn man so eine Maschine hat, die solche Folie einschweißen kann und so. Und wenn man da mit chirurgischer Präzision rangeht, um die Karten rauszuholen. Aber es ist jetzt deutlich schwieriger als vorher. Und das ist natürlich was sehr Gutes. So, bauen wir uns das erstmal auf. Und dann geht er jetzt los hier. So, ich fange an mit dem ersten Booster. 24 Stück sind drin, 12 Karten pro Booster. Let's fucking go. Bin gespannt, was wir rausziehen. Hoffe natürlich hoffe ich auch auf die ein oder andere wertvolle Karte, vielleicht auch eine Enchanted Rare, aber ist ja nicht garantiert. So, erstmal die Karten wieder hinten weg. Ja, die sind jetzt wohl immer drin. Okay. So, da haben wir nochmal Rufus, Babum, Peter Pan, Held aus Nimmerland, Deville Herrenhaus, ein Geschenk machen. Oh, guckt euch mal das Artwork an von Malefiz. Das sieht auch sehr cool aus, ja. Sehr cool. Patch, Tianas Palast, Maui, Captain Hooks Degen, Rill's Legacy. Was ist denn Rill's Legacy? Ach, das ist hier auch Schatzplanet. Era S Legacy, nicht Rill's. Das ist das Schiff. Karte des Schatzplaneten. Ah, siehst du, Schatzplanet, ich hab's gerade gesagt. Und Kida! Kida in Holo. Königliche Kriegerin. Das ist okay als Holo, aber gäbe sicherlich andere Karten, die in Holo besser aussehen. Okay, klein Ferkel. Hier kommt dein Pac-Man Ferkel. Hat sich gewehrt, die Sau. So, und wir haben die Villa Duck. Das Anwesen von Onkel Dagobert aus DuckTales. Sehr cool. Wir haben Razul.
die Palastwache aus Agrabah, der nicht so gut auf Adelaide zu sprechen ist. Wir haben, oh, guck mal hier, wir haben Jim Hawkins. Jim Hawkins aus Schatzplanet, Adrenalin-Junkie, cooles Artwork, muss man sagen. Nice, nice, nice. Meerschaum nochmal. Nochmal der fliegende Teppich. Reinigendes Regenwasser. Ach, das ist von Raya. Ja. Mhm. Okay. Oh. Kit Wolkenflitzer, Navigator. Dann hat er auch schon wieder ein... Krass, was hat er denn? Er hat hier so eine Art holographisches Laser-Surfboard. Okay, das ist wild. Das ist wild, ja. Kit Wolkenflitzer. Oh, sehr cool. Ich möchte Baloo haben. Ich möchte unbedingt Baloo haben. Ja. Starkey. Nochmal. Es ruft mich. Aktion Lead. Ach, das ist hier Vajana. Na, 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 es ruft mich. Ich weiß nicht genau, wie der Text geht. Aber ja, cool. Herz von Atlantis. Obviously aus dem Film Atlantis. Prinz Erik. Guck mal da. Prinz Erik. Überraschungsmanöver. Erfahrener Seemann. Das ist jetzt auch wieder... Guck mal, ist er jetzt hier wirklich so ein richtiger nautischer Captain? Das sieht sehr cool aus. Nice. Und? Helga Sinclair als Holo. Ja. Mag den Charakter nicht. Mag das Artwork nicht. Mag die Holo-Karte nicht. So, hier ist Mini drauf. Wusste ich gar nicht, dass es hier auch Booster gibt, wo Mini drauf ist. Ich dachte, da gibt es nur Stitch, Schwerkel und Jafar, weil die oben drauf sind. But hey, the more you know. Und wir haben Truck Duck, Minnie Maus, flippige Höhlenforscherin, die auf dem Booster drauf war. Ayana nochmal. Nochmal Curly. Oh, Diablo. Treues Haustier. Das ist der Rabe von Malefiz. Der Rabe von Malefiz sieht auch sehr cool aus hier mit den Federn. Wirkt sehr detailliert. Sieht echt cool aus. Miss Bianca. Oh, guck mal. Bernhard und Bianca Karten. Das ist cool. Sturzbomber. Jago. Herr Smee. Nochmal der mystische Turm. Maui's Fischhaken. Lucky, der 15. Welpe. Und... Oh, Ursula. Ursula Täuscherin. Als Holo. Aber es ist nur eine Common. Trotzdem sieht cool aus. Das Artwork ist nice. Ah, es sieht als Holo echt gut aus. Wobei ich merke gerade, ich denke, es geht schneller, wenn ich nicht jedes Mal sortiere, nachdem ich die Karten aus einem Booster raus habe. Ich glaube, ich mache das. Mach trotzdem Haufen und sortiere danach nochmal. So, wir haben. Oh! Pluto, Mickeys kluger Freund. Kida. Da ist wieder der Kokomora. Ich weiß immer noch nicht, woher der ist. Sir Hiss, greifende Giftschlange. Cooles Artwork. Von Robin Hood. Jago, Papageichen. Ach, das sind die Cracker. Das sind die magischen Cracker, die ihn verfolgen, die alle schimmlig sind, oder was? Eure Majestät, eine unwiderstehliche Art, mit dummen Tieren umzugehen. Jafar. Nochmal Kida. Wisst ihr, was cool ist? Guck mal, bei Kida ist, da steht das auch unten jetzt hier der Text auf Atlantisch. Das ist nicht Deutsch oder Englisch oder was auch immer, das ist Atlantisch. Das finde ich cool, weil sie da noch nicht verstehen quasi. Nani. Schlauli. Ich wusste gar nicht, wie der heißt, ehrlich gesagt. Auch einer von den verlorenen Jungs. Little John. Verkleidet. Gustav der Riese. Hör mal, woher ist denn Gustav der Riese? Woher ist bitte Gustav der Riese? Ist das vom tapferen Schneiderlein? Kann ja nur sein, oder? Ich glaube, das ist der Riese aus dem tapferen Schneiderlein. Das ist schon so ewig her, dass ich den Cartoon gesehen habe. Muss ich nochmal gucken. Wendy Darling und... Oh, Sir Hiss. Jetzt auch nochmal in Holo. Es ist irgendwie... Ich habe das Gefühl, jetzt... Also es war jetzt relativ häufig, wenn wir eine Karte rausgezogen haben in Holo, dass wir dieselbe Karte nochmal nicht Holo im Booster-Pack hatten, oder? Also es ist seltsam. Aber guck mal, in Holo sieht das cool aus. Nice.
Und wir haben Marion. Krach-Bumm-Anzug. Oh, wie cool ist das denn? Guckt euch den Krach-Bumm-Anzug an. Cybernetische Rüstung. Verwandle einen Gegenstand, diesen Gegenstand. Der Charakter deiner Wahl erhält bis zum Beginn deines nächsten Zugs robust. Reduziere jeglichen Schaden mit dem Charakter hinzufügen um 2. Oh, cool. Der Krach-Bumm-Anzug. Das ist mega cool. Alter, da muss es doch auch Krach-Bumm-Ente geben. Ey, wenn das nicht Entenhausen ist, dann... Das ist voll nice, Mann. Aber der ist auch nicht in seiner gewohnten Umgebung. Der ist irgendwie jetzt hier in so einer Art Tempelstein. Da ist noch so links so ein Krach-Bumm-Anzug, noch so ein zweiter. Krach-Bumm-Ente. Mega cool. Mega cool. Niki Wanderquack. Milo Thatch. Milo, der ist ja aus Atlantis. Zauberbesen. Großer Zauberbesen. Der große Feger. Der ist riesig im Vergleich zu den anderen Zauberbesen. Orwell. Fliegerass. Ja, das ist Bernhard und Bianca, ne? Der Orwell, oder? Ich glaube schon. Orwell ist Bernhard und Bianca. Mac Bonisack. Wildkatz. Letzter Versuch. Maui. Erschöpfe einen gegnerischen Charakter deiner Wahl. Je nach deinem Charakter halt diese Herausforderung plus 2. Das sieht cool aus. Echt, die in Holo wäre, glaube ich, auch krass. Gefällt mir. Maui als Wahl. Hätte ich jetzt so nicht erkannt. Ursula täuscht alle. Gold. Cool. Sieht nice aus. In Holo wäre die sicherlich richtig fett. Und Grammatalla. Nochmal eine Oma. Aber guck mal, in Holo ist das auch cool. Mit diesen Zeichnungen im Hintergrund. Das sieht nice aus. Grammatalla. Ja, und das sind natürlich wieder die Dinger hier. Blau da. Aber die sortiere ich jetzt nicht. Ich hoffe ja, dass jetzt, wenn das erste Jahr rum ist, dass die dann auch endlich mal anfangen mit neueren Franchises. Also mit mehr unterschiedlichen Disney-Filmen noch anzukommen. Sie haben zwar schon eine schöne Auswahl, aber wie ihr seht, es sind schon wieder irgendwie Robin Hood und schon wieder Peter Pan. Ich meine, gut, Atlantis ist jetzt viel drin und DuckTales dazu, aber auch wieder viel Aladdin und so weiter. Es gibt ja noch so viel mehr Disney-Filme und ich habe so das Gefühl, bisher kommen keine wirklich vielen neuen IPs dazu. Ich hoffe, da kommen in der Zukunft noch viel mehr dazu, aber mal gucken. Was ist das hier? Reparieren. Ist glaube ich auch aus Atlantis, ne? Mickey Maus, unerschütterlicher Entdecker. Oh, der sieht cool aus. Guck mal hier, so eine Art Indiana Jones Mickey, ja? Billy Bones. Woher ist denn Billy Bones? Ach so, der war auch aus Schatzplanet, ne? Oder? Billy Bones, ich glaube. Skibby, kann ich mit viel Energie. Robin Hood. Pur. Hängebauchfreund. Joshua Sweet, der Arzt. Wer ist denn Joshua Sweet? Weil ich mich gerade nicht an ihn erinnern kann, vermute ich auch, er ist aus Atlantis. 99 Welpen. Jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere in diesem Zug erkundet, sammelst du eine Legende. Das heißt, ich krieg doppelte Legenden? Für einen Zug? Das ist ja krass. Danke, danke. Doppelte, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, weil ich glaube, die Hunde hatten alle nur eine Lore, dann kriegst du ja doppelte Lore quasi. Mit den Einquesten gehst. Simba, Glückskreuzer. Oh, guck mal hier. Der Glückskreuzer von Dagobert Duck. Aber war der schon immer in so einer runden Kugel drin? Der war da früher immer nur unter so einer Glocke, oder? Und wir haben noch Alice. Tee-Alchemistin. Oh, wie cool. Es ist Alice aus dem Wunderland, aber jetzt ist sie eine Tee-Alchemistin. Das ist so ähnlich wie bei Winnie Pooh, der Honigzauberer. Sehr cooles Konzept, gefällt mir total. Finde ich nice. Finde ich nice, sehr cool. Tresortür. Helga Sinclair, da ist sie nochmal, aber jetzt in Stahl. Nazi. Oder Nutzi. Geierhandlanger. Wolkensurfer als Gegenstand. Sehr cool. Sehr cool.
Der Feuervogel, Macht der Zerstörung. Was ist das denn? Es sieht heftig krass aus, aber was ist das? Was ist das? Das ist die Phoenix Force. Wir sind auf einmal bei den X-Men gelandet. Nee, ich glaube, das ist aus Phantasia. Oder? Wo ist das sonst her? Ich glaube, es ist aus Phantasia. Aber sie. Ey, das in Holo. Ich glaube, da fliegen dir die Löffel weg. Ja? Dalmatiner-Welpe. Bruder Tuck. Auch von Robin Hood. Pluto. Gib frei die Titanen. Herkuleskarten. Mehr Herkuleskarten sind immer nice. Gut, ich ziehe gerade wieder zurück, was ich gesagt habe. Wir brauchen keine anderen Franchise. Wir brauchen nur mehr Herkuleskarten. Ah, Herkules, mein absoluter Disney-Lieblingsfilm. Sehr cool. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Dass der Song gefehlt hat. Ja, cool, dass den jetzt gibt. Aus dem Dschungelbuch. Billys Zuhause. Wer ist Billy? Maurice Werkstatt. Wer ist Billy? Ich habe keine Ahnung, wer. Ach, Billy. Wie habe ich denn Billy gelesen? Das ist Belle. Billy. ist die Genderbender-Version von Belle. Das ist Billy. Scheinbar. Sorry. Ich bin dumm. Ich kann nicht lesen. Und Nani als Holo. Nani als Holo. Pack aus dieser Reihe. Ich glaube sogar in diesem Set sind nicht das erste Mal mehr Enchanted Rares drin. Und da sind auch einige dabei, die gar nicht so wertvoll sind. Ich glaube, die günstigste Enchanted, die man ziehen könnte, ist irgendwie in Anführungszeichen nur 50 Euro. Und ja, ich weiß nicht, ob dadurch, dass es mehr gibt, auch die Chancen höher sind, dass man eine zieht. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht genau, wie sie das verteilt haben. So, wir haben Captain Amelia. Die ist auch aus Schatzplanet. Sieht, glaube ich, auch ganz nice aus, die Karte, ja. Kann was, das Artwork. Das kann was. Tui. Stolz von Mutonui. Also, glaube ich, der Vater von Vaiana, ne? Milo Thatch. Begabter Gelehrter. Ein guter Ehemann. Die Königin. Hasserfüllte Rivalen. Ah, sieht auch gut aus. Lass mich nicht allein. Genie. In der Lampe eingezwängt. Das ist auch ein witziges Artwork. Armer Genie, aber sieht cool aus. Jafar, Lampendieb. Ah, guck mal hier, das ist das Artwork von dem Booster Pack. Das sieht sehr cool aus. Gefällt mir sehr, das Artwork. Aber mir gefallen auch fast alle Artworks. Aber sehr, 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 sehr cool. Sehr, sehr cool. Trigger, ich wusste nicht, dass der Trigger heißt. Ich dachte, Trigger war das Bitbeast aus Beyblade. Peter Pan Piratenfluch. What the fuck? Was ist denn? Ursula Seehexe im Hochzeitskleid. Zu spät. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, wähle einen gegnerischen Charakter. Er wird bis zum Beginn seines nächsten Zugs nicht bereit gemacht. Der geheime Vertrag ist bereits aufgesetzt worden. Ist das die Version, wenn Ursula quasi gewinnt und Erik anstelle von Ariel heiratet? Boah, das ist ja super evil. Mega krass. Heftiges Artwork, Mann. Richtig heftiges Artwork. Und Seefahrt. Nicht so ein heftiges Artwork. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Und wir haben Rufus. Mickey Mouse. Billy Bones. Oh, Zazu. Zazu verwaltet das geweihte Land. Ich glaube, Zazu hatten wir auch noch nicht bisher, oder? Als eine Karte? Ich glaube, den gab es noch gar nicht. Zazu. Lena Degenflügel. Rebellischer Teenager. Ich glaube, das war die Nichte von hier. Diese böse Hexe da. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Ich vergesse mal den Namen. Aber ich glaube, das ist die Nichte von der. Die taucht in der neuen DuckTales-Serie halt auf. Cool. Kida. Dagobert. Zauberbesen. Viele Zauberbesen. Die Jolly Roger. Hooks Schiff. Ah, nice. Cool. Aurelianischer Gyrosensor. Ja, natürlich haben wir einen. Ich gehe nie ohne aus dem Haus, ne? Ohne den aurelianischen Gyrosensor. Da haben wir noch Pongo. Und Anna Ramirez, die Ingenieurin. Ja, das ist auch Atlantis.
Wir haben nochmal die Villa Duck, Minnie Maus, Agrabah, Don Canaille, Diablo, Orville, Bruder Tuck, 99 Welpen, Granitos. Sehr cool. Granitos. Gibt's eigentlich die Titanen alle in einen und derselben Farbe? Ich vermute mal nicht. Ich hätte ich halt sehr gern. Und für so ein Herkules-Deck. Aber wahrscheinlich sind die vier auf die vier Farben auch wieder verteilt, sodass du nicht alle im Deck haben kannst. Ja. Zahn? Stadt am Fluss. Ach so. Zahn, das war aus Raya, ne? Stadt Zahn. Die Lampe. Gucke mal. Gut oder böse. Gegenstand. Die magische Zauberlampe. Verbanne diesen Gegenstand. Wenn du einen Jafar-Charakter im Spiel hast, ziehe zwei Karten. Wenn du deinen Genie-Charakter im Spiel hast, schicke deinen Charakter einer Wahl, der viel oder weniger kostet, auf den Zugehörigen ganz zurück. Oh, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Und oh, Mickey Maus Trompeter. Ein trompetender Mickey Maus. Der ist Gold. Warum ist der Gold? Der hat keinen Angriff, eine Verteidigung, kostet 4. Kannst du nicht inken. Was hat er für einen Effekt? Der Ruf erklingt. Zwei Spiele einen Charakter kostenlos. Oh, okay, krass. Damit kannst du einen Charakter kostenlos ausspielen. Okay, das ist gut. Deswegen ist der Gold. Das ist gut. Okay. So, wir haben Pluto. Wieder Mickeys kluger Freund. Baboom. Jim Hawkins. Wolkensurfer. Flingerteppich. Joshua Sweet, Mac Monizak, Kid Wolkenflitzer, Polaros. Sehr cool. Sehr cool. Ah, ich mag die Titanen. Ich mag alles an Herkules, Mann. Aber sieht da, der ist jetzt schon wieder lila. Granitos war eben grau, meine ich. Das heißt, die anderen werden locker auch alle wieder andere Farben haben. Mama Odie. Mystische Macht. Ach so, die ist aus Küss den Frosch. Ja, genau. Diese Schamanen oder was auch immer. Der Boss ist doch der Held. Ah, gucke mal. Ursula, auch cooles Artwork, muss man sagen, ja. Den Wirbel und so weiter, den Zauberkessel, ja. Dinger da und Jolly Roger in Holo. Ja, gibt sich. Okay, das ist eine hässliche Holo. Da ist ja kaum irgendwas Holo-mäßig. Die sieht scheiße aus. Aber okay. Aber okay. Marion. Razul, Niki van der Quack, Sir Hiss, die Königin, lass mich nicht allein, Pluto, ich bin bereit. Gucke mal. Mariana, das Lied, sumerischer Talisman, Simba, kämpfender Prinz. Guck mal, Simba hat Tattoos. Sehe ich das richtig? Guck mal, Simba, entweder ist es Kriegsbemalung oder sowas, oder er hat jetzt Tattoos. Simba mit Tattoos. Das sieht auch cool aus, Mann. Kämpfender Prinz. 7 Verteidigung einfach. Dank ab oder kämpf. Wenn du diesen Charakter ausspielst und jedes Mal, wenn er in diesem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, darfst du eine Möglichkeit auswählen. Eine Möglichkeit auswählen, ha? Ziehe 2 Karten. Wähle doch danach 2 Karten aus deiner Hand und wirf sie ab. Füge deinem Charakter dann dabei 2 Schaden zu. Okay, nicht schlecht. Der ist ja mega. Den wollte ich ziehen. Ja, Mann! Den gibt's auch. Boah, guckt euch an Tschernabok, Alter. Wie verfickt geil sieht bitte Tschernabok aus. Ich glaube, ich muss schon wieder meine Farbe des Decks ändern, weil ich will Tschernabok haben, Alter. Boah, das, guckt ihn euch an. Ey, das ist so. Tschernabok ist für mich auch mehr Kingdom Hearts als Disney irgendwie, weil ich ihn irgendwie in Kingdom Hearts das erste Mal gesehen habe. Ich dachte das erste Mal beim Spiel nur, er wäre ein riesiger Herzloser und wusste gar nicht, dass der aus dem Disney-Film ist. Aber Tschernabok, der fucking Teufel einfach aus Phantasia. Damit wird noch wirklich der Feuervogel aus Phantasia sein. Oh, wie geil. Es gibt den als Enchanted Rare, da sieht der richtig geil aus. Aber der sieht auch schon brutal gut aus. Boah, leck mich fett, Alter. Leck mich fett. Geil. Geil, geil, geil. Geil. Und? Okay, Captain Amelia. Aber der Chernabog, boah, Hammer. Also, der kann was. Der ist lit. Wir haben nochmal Captain Amelia, Helga Sinclair, Nazi, Skibby, Jago, Mr. Snoops. Guten Tag, Mr. Snoops. Wer ist denn Mr. Snoops? Was ist das für ein Name? Guten Tag, ich bin Mr. Snoops.
Madame Medusa, das ist ganz einfach, Snoops. Ich will diese Legenden, die wie Diamanten glänzen. Wer zum Fick ist Mr. Snoops? Ich glaube, ich finde diesen Namen witziger, als ich sollte. Mr. Snoops. Wer ist Mr. Snoops? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ist der von Incredible? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Mr. Snoops. Okay, Prinz John, wir haben Daumen nuckelt. Wendy Darling. Der Bayou, geheimnisvoller Sumpf. Ist das was, Küsschen Frosch? Ich weiß es nicht. Tick, Duck. Genie, hilfsbereiter Freund. Sehr cool, drei Wünsche. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, darfst du diese Karte in dein Deck mischen, um drei Karten zu ziehen. Oh, nicht schlecht. Und Sasu, okay. Ich brauch keinen Rat von einem Schnabelmausasu. Bisher keine Enchanted Rare hier aus diesem Display gezogen und ich befürchte, weil ich jetzt so ab der Mitte der Booster bin, dass ich hier auch keine mehr ziehen werde. Weil die anderen Male, wenn ich eine gezogen habe, kamen die in der Regel so in der Mitte des Displays. Da ich jetzt in der Mitte bin und keine habe, gehe ich davon aus, dass ich keine erhalten werde, leider. Aber dafür habe ich King Louie. Und auch wieder King Louie in der Captain Baloo-Version und nicht in der normalen Dschungelbuch-Version. Cool, Mann. Ist cool. Dann Robin Hood. Geliebter Gesetzloser. Seefahrt. Abschaum. Gundel Gaukelei. Das war der Name, der mir vorhin wieder nicht eingefallen ist. Gundel Gaukelei. Die böse Hexe. Ne, ist die ehrgeizige Hexe hier. Sehr nice. Guckt sie euch an. Und sie, auch aus Entenhausen, Gegenspielerin oder Schurken aus Entenhausen, die den wahren Kreuzer, den wahren ersten Kreuzer von Dagobert Duck haben möchte. Sehr cool. Dann, Befehl vom Boss. Mr. Snoops. Mr. Snoops klettert durchs Fenster. Was ist denn? Mr. Snoops, was tun Sie da? Oh Mann, ey. Gute Nui. Mama Odie. Oh, die hat Riss, Alter. Guckt sie euch an. Das ist ein cooles Artwork, wie sie da irgendwie ihr Gambo da macht. Das sieht nicht verkehrt aus. Cool. Ich hab nen Traum. Ich hab nen Traum. Oh, wie schön. Das ist ein tolles Lied. Und er macht Pantomime. Mufasa, Herrscher über das geweihte Land. 10 Verteidigung. Oh, ist nicht verkehrt. Hüter des Schatzes. Wächter der Höhle. Sehr coole Karte. Ich brauche den ungeschleiften Diamant. Und Jago. Naja, ich sehe schwarz. Ich sehe wirklich sehr schwarz für eine Enchanted Rare in diesem Display. So, ablenken. Ich glaube, das muss der Riese sein. Vom tapferen Schneider rein. Fifi-Fofam. IA, trübsinniger Esel. Oh, armer IA. Guckt ihn euch an. Agraba. Sasu. Lena Degenflügel. Provisorisches Flicken. Ah, da ist er. Da ist er, Captain Baloo. Mit der Seegans. Zwar noch nicht die richtige Charakterkarte, aber immerhin habe ich jetzt schon eine Captain Baloo-Karte. Mit der Seegans. Sehr cool, sehr cool. Robins Bogen. Boah, das sieht cool aus, das Artwork. Rolli. Nala. Treue Freundin. Lyle Tiberius Rogue. Ich hatte keine Ahnung, wie der heißt, aber der ist aus Atlantis. Oh, die Hydra. Oh, guckt sie euch an. Das ist auch crazy gut, das Artwork, oder? Hör auf mit der Kopfabnummer. Sora, jump on the Hydra's back. Sora, jump on the Hydra's back! Und Mac Monizak. Get on the Hydra's back! Gramatala. Oh, Nottingham. Nottingham hatten wir auch noch nicht. Als Ortschaft bisher gezogen. Nottingham. Stitch, kleine Rakete. Rote Rakete. Cooles Artwork. Dann Kanaille. Rodenberg. Nimmerland. Dagoberts Zylinder. Was kann der denn? Wirtschaftliches Fachwissen. Erschöpfen. Du zahlst einen
weniger für den nächsten Gegenstand, den du zum Beispiel hast. Okay. Du sollst mein Cowboy sein. Gunde, Gaukelei. Jetzt auch nochmal so als Karte. Und ihr Schatten beklaut irgendwelche Dinge. Ah, sieht cool aus, das Artwork. Das ist ein Holo, wahrscheinlich auch fresh. Nochmal Tagträumer Robin Hood. Daniel Düsentrieb und... Ah, Dalmatiner Welpe in Holo. Ich meine, ich will mich auch nicht beschweren. Als jemand, der sich bisher, ich weiß nicht, wie viele Displays waren es insgesamt? 4 Displays und 2 Enchanted Rares gezogen hat. Also das war eine Erfolgsquote von 50% bisher. Da muss ich mich nicht... Muss ich mich eigentlich nicht beschweren. Aber trotzdem hofft man immer wieder darauf. So, da ist nochmal Kid Wolkenflitzer. Das sind viele Kid Wolkenflitzer Karten. Das gefällt mir auch. Das finde ich sehr cool. Das ist schon wieder eine andere als die wir vorhin hatten, ne? Ich glaube schon. So. Zum Olymp geht's da lang. Coole, witzige Karte. Cool, cool, cool. Der Radak. Oh! Das ist mein. Obwohl es total unspektakulär ist, ist es tatsächlich auch mein Lieblingslied von Disney. Ich habe oft geträumt, es wird einst geschehen, dass sich Leute freuen, dass ich bei ihnen bin. Ah, ist das schön. Von einem Jubelchor, wenn sie mich dann sehen. Wähle einen deiner Charaktere und gib ihm diesen Zug plus 2 Stärke. Du darfst ihn kostenlos zu einem Ort bewegen. Ah, sehr schön. Entschuldigung. Zauberbesen. Oh, viele Besen. Guck mal, die rasten völlig aus, die Besen in dem Artwork. Was ist da los? Was hat der Besen gemacht? Auf was sind die? Ich weiß es nicht. Rasanter Saubermacher. Dann haben wir Mr. Snoops. Na, wir haben da mal Mr. Snoops. Prinz John. Herr Smee. Tschernabox-Anhänger. Oh, cool. Oh, Vulkanos. Oh, guck mal, der ist jetzt wieder grau. Oh, das lässt mich hoffen, dass ich echt alle irgendwie in ein Deck kriegen kann von den Titanen. Vulkanos. Dagobert Duck. Nochmals nicht Holo. Und da sind sie nochmal die Zauberbesen. Das ist aber jetzt wirklich sehr oft, ne? Schon wieder die Karte hier vorne gezogen. Hier und jetzt nochmal als Holo. Was ist das denn, hör mal? Das ist seltsam. Irgendwie mischen die ihre Karten. Abpackmaschinen. Nicht so richtig, was auch immer. Die mischen nicht richtig, so. Also, wir haben King Louie nochmal. Robin Hood. Kokomora. Es wird eins geschehen. Riesiger Zauberbesen. Ist das Snoops? Tianas Palast. Die Königin. Spiegelsucherin. Oh, das ist auch ein sehr cooles Artwork. Man, sehr cooles Artwork. Und hat sie sehr viele Spiegel auf einmal. Nice. Schlauli. Orkanos. Orkanos. Der ist jetzt lila. Ich weiß nicht mehr. Wir hatten 2 graue. Ich weiß nicht, welche Farbe der andere hatte. Orkanos. Helga Sinclair und Helga Sinclair. Der ist, glaube ich, sogar schon doppelt als Holo, oder? Der weiß lila. Eigentlich muss ich Grün jetzt trotzdem noch weiter benutzen, weil da kann ich mich beweisen mit dem Lied. Denn meinen Dauerlauf gebe ich niemals auf. Noch wenig Packs. Track, Krachbummanzug, Milo Thatch, Meerschaum, Zauberbesen, provisorisches Flicken, Wildkatz. Oh, Thaddeus E. Clang, metallener Anführer. Wo ist er nochmal her? Er kommt mir ja super bekannt vor. Aus welchem Film ist er nochmal? Aus welcher Serie? Ich weiß es gerade nicht, aber er sieht fesch aus. Wo ist er denn nochmal her? Aber mega cool. Letzter Versuch. Minnie Maus, musikalische Künstlerin. Ich glaube, mittlerweile kannst du dir auch ein Minnie Maus-Deck einfach noch machen. Oh, Friend Like Me. Bam, 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 wow, wow. Di-di-di, wow, wow. Bi-di-bi, wow, wow. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Sehr cool. Alle Mitspielenden, auch du, legen die obersten 3 Karten ihres Decks verdeckt und erschöpft in ihren Tintenvorrat. Oh. Legen ja alle mehr. Ist ja gut eigentlich für alle, die Karte.
Na gut, Freund Fidini gibt es halt nicht. Doppelt und dreifach hoch, 99 Welpen. Als Holo. Ja, ich denke, das war, guck mal, es sind nur noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Packs. Wir werden hier keine Enchanted Pad rausziehen. Schade, aber vielleicht kriegen wir noch eine andere sehr coole Karte. Wir werden sehen. So. Grandma Tala. Zum Olymp geht's da lang. Peter Pan. Curly. Der Feuervogel. Nimmerland. Die Herzkönigin. Kaiserliche Majestät des Wunderlands. Die Version von der Herzkönigin hatten wir auch noch nicht. Das ist nice. Trick Duck. Trigger. Herz von Tefiti. Balu, da ist er! Bop, 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 seine Crew! Bop, 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 oh yeah, Balu! Oh yo, Balu! Ah, aber warum ist er von Brunwald der 13.? War das irgendwie so eine Folge, wo er sich jetzt wer anders ausgegeben hat und ich weiß es nicht mehr genau? Das könnte sein. Bop, 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 bop. Und Orbel als Holo. Albarian, Tui, Vajana, ein guter Ehemann, Kunde Gaukelei, Patch, Ursula Täuscherin, Wildkatz Schraubenschlüssel, aha, hatten wir auch noch nicht. Little John, Morph, der Weltraumschleim, Morph, Madame Medusa, ah, dann ist der Mr. Snoops, muss dann ja aus Bernard Bianca sein, ich erinnere mich nur nicht daran, oder? Legend zu finden, wird so einfach sein, wie Kinder die Süßigkeiten wegzunehmen. Ja. Und Gustav der Riese. Da ist er nochmal. Ich brauche Mr. Snoops als Holo jetzt. Ich habe ihn ins Herz geschlossen. Mr. Snoops. Ablenken. Nottingham. Seefahrt. Abschaum. Ein Geschenk machen. Reiniges Regenwasser. Jafar. Sturzbomber. Gib frei die Titanen. Es sieht aber einfach wirklich mega geil aus, oder? Es ist schon ein geiles Artwork. Es ist schon einfach ein geiles Artwork, ja. Mauis Insel im Exil. Ah, guck mal, die hatten wir auch noch nicht. Cool. Mauis Insel im Exil. Gundel Gaukelei. Oh, das ist ein fesches Artwork. Das ist ein fesches Artwork. Der Midas-Effekt. Das ist ja sagenhaft cool, Mann. Das ist ja ein richtig geiles Artwork. So, was haben wir? Oh, was ist denn da los? Wir haben eine Enchanted. Wir haben eine Enchanted und zwar die RLS Legacy. Ach, gucke mal, ein Ort als Enchanted. Wie cool. Aber ich glaube tatsächlich leider, dass diese Enchanted eine von denen ist, die nicht so viel wert ist. Ich glaube, die ist nur 40 Euro wert oder so. In Anführungszeichen nur. Aber wenn man weiß, dass man hier halt auch Karten rausziehen kann, die irgendwie 150 oder so wert sind, ist das dann halt schon, naja. Obwohl du Glück hast, bist du ein bisschen enttäuscht. Ich zumindest. Ich hätte gerne eine andere Enchanted gehabt. Chernabog als Enchanted wäre mein absoluter Traum. Aber geil, ich freue mich trotzdem. RLS Legacy als Enchanted. Nice. Nice, nice. Das ist auch seltsam, dass die hier so natürlich jetzt hier seitlich ist trotzdem. Aber cool, Mann. Cool, cool, cool. Die muss ich extra legen, natürlich. Doch noch eine gezogen. Und das Booster war jetzt auch unten rechts. Also es ist jetzt das drittletzte Booster gewesen. Ich habe ja die Stapel so weggenommen. Das heißt, meine Idee, dass die immer in der Mitte sind, haut wohl nicht hin. Haut wohl nicht hin. So, was haben wir noch? Kid Wolkenflitzer. Kida. Della Duck. Deville Herrenhaus. Pua. Martina Welpe. Genie. Couscous Palast. Der hat bisher noch nicht. Couscous Palast. Mystischer Turm. Peter Pan. Das geweihte Land. Das hatten wir auch noch nicht. Das geweihte Land. Und, oh, letzter Versuch. Maui, ich habe vorhin doch noch gesagt.
Wenn man die in Holo hat, sieht die bestimmt sehr fesch aus. Und ja, ich glaube, die kann sich sehen lassen in Holo, oder? Hat was. Sieht nice aus. Sehr cool. Sehr cool. Letztes Booster Pack. Unsere Enchanted haben wir gezogen. Was ist hier jetzt noch drin? Wir haben nochmal die Tresortür. IA. Stitch. Kleine Rakete. Mile of Patch. Verbundener Berg. Miss Bianca. Naseweiß. Scroop. Simba, rechtmäßiger König. Den hatten wir auch noch nicht. Simba, rechtmäßiger König. Sehr schönes Artwork auch. Shenzi. Noch nicht. Milo Thatch. Mhm. In Gold. Und Kokomura. Woher zum Fick kommt Kokomura? Ich weiß wirklich nicht, wo der Kokomura herkommt. Ist der auch aus Bayana? Ich weiß es nicht. Schreibt mir das wirklich bitte mal in die Kommentare. So, ja, okay. Das waren zwei Starterdecks und ein ganzes Display. Wir haben eine Enchanted gezogen, ja. Aber ich bin ganz ehrlich, es ist nicht die, die ich wollte. Ich komme mir vor wie Dudley Dursley, Alter. Zieht schon eine Enchanted Rare und meckert ihr trotzdem noch rum. Der Trottel, der ich bin. Ja. Wie viele Enchanted Rares soll das sein? So komme ich mir vor. Aber trotzdem cool. Ich muss mal gucken, was sie wert ist. Aber ja. Ich will mich eigentlich nicht beschweren. Ey, ich habe den Enchanted gezogen. Alles cool. So. Welche Karte war eure Lieblingskarte, die ihr gesehen habt? Und was habt ihr mittlerweile für Decks? Und freut ihr euch auf das nächste Set? Ursulas Rückkehr oder Ursulas Rache. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Was jetzt schon bald erscheint. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal sage ich tschüss mit Öl und Pause. Pause! Cool, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Wenn du mich supporten möchtest, dann kannst du das tun, indem du dem Video ein Like gibst und mir ein Abo dalässt. Schreib mir gerne einen Kommentar, vor allem wenn du ein neuer Abonnent bist. Und wer weiß, vielleicht tauchst du dann ja im nächsten Video auf. Danke und tschö mit Ö und Haunse, Baunse.